Hallo miteinander, und wenn alles richtig läuft und ihr das direkt seht, wenn es rauskommt, einen wunderschönen Ostersonntag wünsche ich euch. Das ist der zweite Teil dieser kleinen Osterserie, Managing Earlier. Ein Tasty Trait from Mantra ist Managing 50%, Managing Winners, also bei 50%, und das zeigt ja schon sehr gute Ergebnisse. Einzig, was bei 50% natürlich noch ist, ist einfach, es gibt da sehr große Outliers, wenn man da die nicht managen kann in diesen 50%, und da können sehr große Verluste entstehen. Managing Early ist eigentlich dann eher, sagen wir mal, den defensiven Part, das defensive Management, dass man einfach generell sagt, so spätestens 2 Wochen, allerspätestens eine Woche, aber eigentlich 3 Wochen vorher ist schon ein optimalerer Zeitpunkt, die Trades zu managen. Managen meistens schließen, kann aber auch sehr gut sein, einfach dann zu adjustieren, einfach zum die Swings rausnehmen. Nochmal. Bei dieser Folie, also eben Managing Early zeigt eigentlich ähnliche Ergebnisse wie Managing 50%. Und das ist beides besser, sehen wir jetzt ja nochmal, als Managing oder nicht Managen, Hold to Expiration. Also, und wie sieht es Long-Term-mäßig aus? Schauen wir mal. Also zuerst mal der One Standard Deviation Strangle. Sieht man hier Managing Earlier. Ganz klar outperform expiration. Das in etwa 12 Jahren, würde ich so sagen. Und, ja, ich kann sagen, ist es viel, ist es wenig. Wenn man es, wie im Video angesprochen, die Linien sieht, hier ist man etwas über 4000, hier ist man etwas über 6000. Also, es ist über 40%, wo es das outperformt. Punkt. Muss man gar nichts mehr groß dazu sagen, also, Sprichbände. Dann einfach hier wurde ein Beispiel genommen, wo outperformt es vor allem. Hier ist der Spread sehr klein. Und dann hier, quasi nach der Finanzkrise, wird er viel größer. Also ich habe jetzt immer quasi die oberen Punkte. Ihr seht, also die Distanz hier, diese, der Unterschied wird größer. Wieso? Ist eigentlich logisch, weil eben Managing, wenn es nur runter geht und man wartet bis zur Expiration, hat man Big Loss. Managing Earlier, das heißt hier so in der Mitte, also nach 22, 23 Tage im Trade. Natürlich, dann cuttet man die Verluste und deshalb performt man besser in solchen Down-Moves, als wenn man das bis zum Verfall hält. Ja, auch hier, dass es dann eben zwei so hoch, schnell hochgeht. Man nimmt einfach die Gewinne sind dann besser, wenn es dann nachher ist. Dann hat man das noch speziell einzeln gemacht für die Puts. Ein Put relativ dasselbe Bild. Wenn es runtergeht, ist natürlich besser, wenn man die schneller schließt. Und auch aber Managing Expiration hat hier vielleicht am Anfang, als es sehr schnell hochging, hat es vielleicht ein bisschen genützt, wenn man die natürlich die Welle bis zum Schluss geritten ist. Dann bei den Calls, da sieht es ein bisschen interessant aus. Natürlich, dass es runterging, 2008, hat das Managing Early natürlich extrem profitiert, weil man immer wieder neue Trades aufgesetzt hat. Dann allerdings, hier hat es angefangen, eigentlich, oder hier so eine Range, und hier ging es dann sogar nochmal ein bisschen runter, natürlich. 2017 für Calls ein Katastrophenjahr. Sieht man vor allem, wenn man die bis zum Expiration hält. Die haben eigentlich alle Gewinne, die sie angehäuft haben, in vielen Jahren wieder hingegeben. Also da blieb eigentlich eine, damals sehr schräg, eine fette Null. Ja, auch okay, eine grüne, ein bisschen Plus war es wahrscheinlich. Nein, eben, also da sieht man auch Managing Early. Auch zwar auch Managing Early hat in den letzten Jahren oder seit 2008 abgegeben, aber man hat einen Gewinn gemacht. Und dann, ja, aber es hat nicht so viel von dem Gewinn wieder abgegeben. Okay, dann noch kurz
Eben dieses Video ist ja vielleicht viel zahnlastig, aber es sind interessante Informationen, nichts Weltbewegendes. Ich denke, die nächste könnte nochmal spannend werden. Dann eben, dann geht's, wo ich denke, dass dann das Hauptthema, das Volatilitätsrisiko, angesprochen wird. Interessant, hier diese Folie sicher, auch wieder den Strangle. Wie man die managt, also entweder man lässt sie bis zur Expiration oder Half Point, 22, 23 Tage. Ich glaube, immer über 12 Jahre auch wieder. Es gab Occurrences, wenn man es natürlich bis zur Expiration lässt, 100, wenn man es earlier 197 ist, dann hat ja logisch, wenn man es zur Hälfte managt und wieder aufsetzt, kommt man etwa auf die doppelte Anzahl Trades. Dann, das finde ich vor allem, aber durchschnittliche P&L per Trade ist fast dieselbe. Okay, das ist sogar ein bisschen tiefer. Allerdings eben, hier habe ich 197 Trades. Und eigentlich, wenn ich die Folie richtig lese, müsste man 197 für das Ergebnis mal 42 nehmen. Und hier 100 mal 48. Also quasi fast auch das Doppelte an Performance, was man da macht. So sehe ich das auf alle Fälle. Im Video spricht er zwar hier vom P&L per Day. Glaube ich aber auch nicht, das wäre ein bisschen zu viel. Per day, per trade, weiß auch nicht, auf alle Fälle. Ich glaube, das ist richtig so und spricht Bände. Und das Win Ratio ist auch noch höher. Also man hat mehr, man tradet eigentlich mehr und hat sogar mehr Treffer. Obwohl, heißt ja meistens, wenn man mehr tradet, sinkt eigentlich die Trefferquote. Finde ich brutal interessant, das hier vor allem eben. Also, dieses Strangle und eben, das frühe Managen. Und wieso wahrscheinlich? Hier könnte ich mir vorstellen, dass viel Performance eben vernichtet wird, wenn man da zu Expiration hingeht. Hat ja die Folie im vorherigen Video, wo man hier sieht, eben die Tage, wie viel man gewinnt und dann gegen Ende wird es ja weniger. Und diese Tage streiche ich eigentlich und fange wieder hier an, wo ich viel P&L per Day quasi drin habe. Deshalb sehr gut vorstellbar dieses Resultat. Und bei dieser Folie hat man noch nicht mal alle Tage gesehen, das ging dann noch weiter runter. Ja, deshalb, da geht, letztens geben so viel weg, dann lieber eine neue Position, wieder mit neuem Power drin aufmachen und durchziehen. Das ist eigentlich die Hauptmessage von diesem Video, finde ich. Ja, dann ist Ostern, hoffe, habt alle eure Nester gefunden, gut Eierdeutsch gemacht, was auch immer, wünsche euch ganz schönen Tag. Tschüss, bis dann.